Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Furz Jimmy ins Gesicht. Nein, natürlich zu South Park, The Stick of Truth. Vorab, ich muss nur kurz was sagen. Ich habe jetzt circa 4 Stunden 17 Minuten ganz ungefähr aufgenommen. Und ja, jetzt scroll ich gerade hier durch das Menü ein bisschen durch. Ich wollte nur kurz sagen, Audacity hat nicht die Audiospur richtig aufgenommen. Deswegen spreche ich das jetzt gerade nachträglich ein und versuche möglichst ein bisschen so wieder zu. Also, ich versuche ein bisschen so das Feeling, als würde ich gerade aufnehmen. Und ja, ich hoffe, das kommt. Wird nicht zu sehr stören, dass ich jetzt das quasi nachträglich jetzt aufnehme mit der Audiospur. Deshalb, ich versuche jetzt auch so ein bisschen so zu tun, als würde ich gerade spielen. Ich mal gucken, wie es geht. Jetzt kleide ich mich erstmal wieder um. Ich bin ja gerade ein Gott. Und denn ich muss mich ja erstmal einschleichen in die Zentrale von. Also gar nicht in die Zentrale. Ich muss mich zum Taco Bell begeben für Randy. Und da ist mir gerade was aufgefallen. Ich habe da noch gerade was entdeckt. Eine Stelle, wo ich meine Aliensonde verwenden kann. Weil da ist ja was in. I wish CityWalk would bring back their Mongolian menu. Ja, das wäre auch schön, wenn CityWalk das machen würde, aber die Mongolen, die sind Geschichte. Sorry, Lady. So, da war Poco, das neueste Schimpf-Pokémon. Für Vampire. So, wieder zurück. Und laufen ein bisschen rum. So, wir müssen natürlich jetzt zum Taco Bell, aber. I remember once I gave Butters a Noogie over there. Schön vorab. Gucken wir uns noch ein paar Stellen an, wo wir jetzt die Edelsonne hier verwenden können. Weil, das sieht man schon, da ist Santa. Aber der ist scheiße. Es ist so rund, wir sollten erstmal die Kiste gucken. Ho, 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 ho. Well, looks like you caught Santa checking the police database to see who's been naughty. You wouldn't tell on Santa, would you? Santa, okay. I hope you haven't been farting on anyone's bowels. That would be very naughty. Santa, du kennst mich doch. Das würde ich doch niemals tun. Ha, ich bin doch voll vertrauensselig. Ich bin mindestens 10 Jahre alt. Da ist mein vertrauensselig. Vor allem, ich spreche eh nicht. Also, wem soll ich das sagen? So. Haben wir das auch schon wieder abgeklappert? Dann gehen wir am besten erstmal zum Taco Bell. Und da reden leider jetzt ganz ein paar Leute durcheinander. Da ist der vermeintliche Taco Bell. Wird Zeit, den verstohlenen Creature zu benutzen. CR nach unten, bla bla, und lass los, um den Furz auszustoßen. Störe den Furz mit L. So, komm jetzt näher ran, bisschen näher ran. Komm schon, Chris, das schaffst du. Jawohl, so, jetzt sind die zusammen erstmal. Jetzt sind die näher ran, jetzt kann ich die besser zusammen. Wunsch. Oh, ist egal, ich schaff's auch so. Vergiss die Planung. Einfach machen. So. So, schon mal weiter. So, ein Soldat ist jetzt hier. Das wird etwas einfacher. Kurze Dehnübung. So. Den Arsch vorbereiten. I don't think this looks like a Taco Bell. Sieht auch nicht wie ein Taco Bell aus. Jetzt haben wir zwei Optionen, den auszuschalten. So, ist halt das linke. Mit dem hey! Strom müssen wir ihn anlocken, glaube ich. Ja, aber es ist leider zeitgesteuert. Müssen wir aufpassen. Is that you, God? So, könntest du noch einen kleinen Schritt weiter nach vorne gehen? Oh yeah? Try this one on beside. Er ist schon wieder weg. Komm. Genau im da, wo es explodiert, ist er weggegangen. Ist jetzt mehrmals anlocken. So, zwei, dreimal. Kommt der näher? So, jetzt da. Perfekt. Komm. Perfekt. Jetzt ist er ausgeschaltet. Können wir looten. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht reinkommen. Ja, danke, Jimmy. So, die zweite Option wäre es, in diesen Taco Bell-Wagen da rein zu nutzen. Aber dann werden wir nicht an die Tasche rankommen. Also, nicht gut. So, du könntest durch den Ford eingehen, theoretisch. Siehst du, da sollte man ihn angeschlossen. So, jetzt war so, wie wir weitergehen können. Vordereingang wäre nicht so klug. Deshalb benutzen wir lieber die Ölensonde.
looten kurz die Kiste da. Steinhammer. Und dann benutzen wir den Lüftungsschacht. Dann wollen wir mal durchgehen. Und hören wir zu, was die zu sagen haben. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread, and we have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Perfekt idea. So. Jetzt machen wir es am besten. Oh. What the fuck? Oh. It's broken free! Ich habe deinen Verdammt! Oh Mann. Ah! Ah shit, die sind stark. Ausweis? Ausweis? Break a leg or whatever. Both legs. Okay, dann machen wir mal diesen Nazi-Zombie fertig. Aber do you like to taste the salted pork rump in him? Nur gegen der Schwache ist, leider ist er nur gegen Angebeter, also keine Magie. Schwach gegen Heiliges. Ja, leider haben wir nichts Heiliges an uns. Dann müssen wir so gucken, müssen wir ihn jetzt zum Looten bringen. Magischer. An Furzattacken. Scheiße! Die brauchen wir ja gar nicht. Einfach nur eine schwere Attacke. Dann macht ihr fertig. So, was kann denn Jimmy mit seinem Powercord? Ah, das ist gut für Mana. Ah, okay. Ist ja, wir testen das gerade mal, ne? So. Ach, Schlaflied. Jimmy ist im Fallen in den Schlaf. Okay. Schönen Tag. Ja, schönen Tag. Das ist ein bisschen nervig, dass es zensiert worden ist. Hier. Die Deutschen halt, ne? Sleep now, the oh, Gott. Oh, shit, 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 shit. Scheiße. Darauf war ich vorbereitet. Ich bin. Ah, scheiße. Ja, zum Glück schlechter. Aber. Wow, what a terrific target. Naja, ich bin noch nicht so perfekt im Umgang mit dem Controller. Also ich spiele nicht so häufig. Mein aber Gott! Scheiß drauf, mach ich so fest. Did somebody say encore? Schau ich auch so. Bin es nicht ganz so perfekt war. So, looten, looten, looten. Oh, das ist eine geile Rüstung. Und Sword-Helm. Also die Sword-Rüstung ist schon richtig krass. Das ist eine echt gute. Soll ich am besten mal kurz anprobieren? So, da der Helm. Und das ist das Geilste. Ich kann erneut angreifen, wenn ich einen Gegner töte. Und die Weste hier 30 Rüstung. Schon etwas besser als 10 Rüstung. So, wo haben sie denn? Da ist das Beste. Dann packen wir noch ein bisschen Rüstung, glaube ich, drauf. Ja, 10 Rüstung nochmal drauf, dann haben wir 40 Rüstung, glaube ich, oder? Komm. Komm, Junge. Nimm die 10 Rüstung. Ja, das andere ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, die 10 Rüstung ist schon. Die ist schon besser, ja. 40 Rüstung haben wir dann. So, die Schuhe. Dann nehmen wir ein bisschen die Einsatzschuhe. Dann haben wir ein bisschen auch hier. Hier mehr Rüstung. So, und auf die packen wir dann am besten was drauf. Ja, packen wir auch was drauf. Dann haben wir noch mehr Rüstung. Und wie gesagt, am besten noch den Helm ändern. Scheiß auf die 25 Trefferpunkte. Der Helm ist schon richtig krass. Der ist schon, der sieht auch stylisch aus mit den Haaren. Passt perfekt. So, dann gehen wir nicht raus, sondern jetzt kurz in den Raum rein. Und nehmen das Aufnahmegerät. Man, this secret government base room sure is boring. You would think that a secret government base would have more cool stuff in it. Naja, da sollte man sich kurz mal ein bisschen umgucken. Vielleicht ist ja hier noch was, ne? Irgendwas Verstecktes. Wie zum Beispiel da ein Schimpf-Pokémon, ne? Sollte wegpacken. So, schießen. Da. Ha,
guckt, muss man einen Filler gucken, weil sonst hätten wir nicht was Filler gefunden. So, und das war's, glaube ich, auch schon. Ich muss sagen, diese Zombies sind aber auch scheiße stark, ey. Und die haben sich schnell ausgebreitet. Ah, kurz mal gucken. Ne, hier ist nichts. Hätte ja sein können, dass da noch was versteckt ist. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Oder so. Are those Nazis? Ausweis! I thought we were past this. Ouch! Tja, die verbreiten sich aber echt schnell. Surely my music is no match for a hero like you. Ist schon echt nervig, dass das die alle Nazis Zeichen schönen Tag zensiert haben und in Gruß. Das ist schon wirklich, muss man denken, was denken sich diese deutschen Zensurleute da? Jawohl! So, am besten mal abziehen, ne? Ach du Lieber! Ach du Lieber! Zum Glück haben wir die Sprachen so gelassen, die Stimmen. So, mal sehen, ob wir jetzt Schlaf die besser hinkriegen. Aufwärmen. Hier. Ein bisschen. Don't forget to tip your serving wench. Dehnen und dann komm. Bam, bam, bam. Ah. Ah. Zwei kleine Fehler, aber war schon gut. War schon viel besser als gerade eben. So, und jetzt kommt der Bittering. Bam, 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 bam. Das ist so geil. Der macht richtig fett Schaden mit Blutung. So, machen wir kurz einen Power-Count. Jetzt lohnt sich es ja vor allem. So, testen wir dann mal nochmal Schlafbild. Ja. Dann schlafen wir mal. Das ist gut. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Bam, bam, bam. Sleep now with Jesus. Yeah. For you are blessed. So, war jetzt nicht ganz so perfekt wie gerade eben, aber schon mal besser, ist besser. So, nochmal Bettering. Scheiße! Bam, jetzt haben wir einen erledigt und jetzt dürfen wir nochmal angreifen. Jetzt, da kommt der Helm zum Vorschein, ne? Die Macht des Helms. Und bam, 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 alle erledigt. Ja, ein großartiges Gedicht wird's. So, lag mal looten. So, das waren sie, glaube ich, alle. Ja, gucken wir da durch, ja. Gucken wir uns auch kurz hier um. Ja, hier ist wahrscheinlich nichts. Dann wäre es wahrscheinlich am besten, hier zu Randy zu gehen. Und zu berichten. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be sleeping on it, funny. Ja, das ist, ich glaube, deine größte Sorge. Ich meine, da ist ja quasi nur ein Zombie, der gerade einen Polizisten aufisst, ne? Also, mach dir doch lieber eher Sorgen um dein schmerzendes Arschloch, als um diesen Zombie, der einen Polizisten aufisst. Manche Leute, ne? Die haben Nerven. Naja, interessiert uns nicht. Sollen sie alle sterben. Ja, mit unverwundbaren Arsch. So, da ist er ja. Reden wir mit denen. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. Klar. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Klar, super.
Die haben, also der Elternrat hat echt Probleme, ne? Die wollen natürlich nur den größten Taco Bell-Laden aller Zeiten öffnen. Ihr seid echt verrückt. Okay, ziehen wir es mal um. Gehen zu den Ghost Kids. Hoffe ich mal, das ist auch ein cooler Ghostzug, ne? Aber okay, passen wir uns an, ne? Passen wir uns den Leuten an, die sich nicht anpassen wollen. Oh mein Gott. Diese Heuchler. Alles ist zum Kotzen. Sogar dieses Kostüm. Du sagst es. Whoa, he did it. Natürlich. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Komm, ich zeig euch mal, wie man tanzt. Kaffee, Zigarre. So, jetzt. Mein Dance muss in die legendär. Bang. A, B, X, B, X, Y, B, X, A, B, X, X, A, B, 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 Y, Whoa. Y. Yeah. I like what you did with your coffee there. Yeah, den Kaffee halten, das ist einfach so episch. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, yeah. Right? Yeah, that was pretty good. Pretty goth. I felt his pain. So viel pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Yeah. Wer braucht schon Tanzschule? Das Leben ist deine Tanzschule. Boom. 47 Stunden. Ja. Naja, so lässt sich dein Haar. Krass. So, dann haben wir jetzt... Ja, boah, 5 neue Freunde. Firkel, Pete, Michael, Henrietta und der Weihnachtsmann. Ja, super. So, jetzt haben wir einen neuen Vorteil. Na, was nehmen wir am besten? Gucken wir uns kurz hier um. So, jetzt nehmen wir am besten... Ah, hier, jetzt müssen wir uns hier auch entscheiden bei der Hauptmission, ne? Lieber Kyle oder Cartman? Da muss ich sagen, ist natürlich schwer, ne? Wenn man bei, also, eigentlich ist Cartman voll das Arschloch, ne? Aber in der Geschichte ist einfach, ist ein liebenswertes Arschloch, ne? Also man, ich würde sagen, das entscheiden wir vielleicht etwas später, also... Da... Das ist halt so ein bisschen, ne? Was nimmst du, ne? Ist, beide haben so ihre Vor- und Nachteile, ne? Aber ich würde echt sagen, wenden wir uns erstmal den Nebenmissionen zu und machen dann, wenn wir nicht weiterkommen, dann die Hauptmission. Zum Beispiel, ne, müssen wir noch die Menschenbande zerstören. Das würde ich vielleicht auch noch vorher machen, bevor wir uns halt entscheiden zwischen Menschen oder Elfen. Naja, können wir auch zum Beispiel auch zum Versteck spielen. Da müssen wir noch die Kinder suchen. Und Mr. Mackie müssen wir noch helfen. Bam. Ich furze auf alles. Auf diesen Pain. Diesen Pain. We should hang out. Ja, ne? So, in die Kanalisation machen wir, glaube ich, auch ein anderes Mal. Also erstmal zu später. Gehen wir genau ins Viertel. In das, in der Hut. Und da ist er schon direkt. Raucht er etwa? Nicht in meiner Stadt, nicht wenn ich Wache halte, ja. So, jetzt machen wir die Zombies da weg. Ach du Liebe! Ja, mein so. Unleben. Bam, Junge, in dein Face. So, jetzt dürfen wir nochmal angreifen, jetzt machen wir dasselbe Kombi noch einmal. Boom. Scheiße! Boom. So. Mm. Jetzt werdet ihr euer Leben verändern, ey. Nicht mehr rauchen, nicht in meiner Hut. So, und direkt Aufwertung verfügbar. Wunderbar. Weißt du, wir sind richtig gut, Mensch. Wenn die Leute rauchen, einfach vor meinem Viertel, ne? Kriegen sie Schelle mit dem Schwert ins Gesicht. So, ah, warte mal, jetzt haben wir von Hundekacke. Hundehacke. Ist ja auch Hundekacke, also. Können wir schon direkt jetzt alle. Ich hoffe, wir triggern jetzt nichts. Können wir jetzt alle. Haben wir jetzt alles zerstört? Können wir mit dem Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Dragonborn. Und das gleiche wird wieder hergestellt. Und dann gehen wir zum Lagerplatz. Oh, neue Nachrichten von Cartman. Ein neuer Freund. So,
weil ich bin hier, um den Leuten zu sehen, wie scheiße das ist. Ne, ja. So scheiße. So, fick dich, dass du all meine verfickten Banner zerstört hast, Arschloch. Oh oh. Ich möchte, dass du dass dem Typen sagst, der das getan hat, sobald du ihn für mich geschnappt hast. Ja, gut. Hm, werde ich ihm ausrichten. So, kurz an dir vorbei, nicht beachten. So, daher El Gore. Kommen wir später. So, Mackie. Okay. Peter, it's like a huge fort. Das war dann schon Pokémon. Ich glaube nicht, dass der Mackie ein Problem hat. Alles völlig vollkommen normal. Alles vollkommen normal. Das wird gar nicht verrückt. Wie viel Kram der hier hat. Alles kaputt machen. Wir räumen ein bisschen auf. Und bringen ein paar Ratten an. So, guck mal, da ist doch eine Aliensonde. Ja, perfekt. So kommen wir noch weiter. Tasche. Ah, da ist Mackies Schlüssel. Wahrscheinlich für das. Also für so ein anderes Lager, für so ein Schließfach. Also nicht so ein großes Lager, sondern so ein kleines Schließfach und Post, also Postfach. Würde ich sagen, beende ich mal hier kurz die Aufnahme. Ja, Audio. Das wird sonst zu lang, ich muss ja auch noch schneiden. So, dann pausiere ich das jetzt hier, wo ich im Lager bin. Macht's gut, haut rein, ciao. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Oder war doch nicht? Werden es die Bürger überhaupt mitbekommen, dass ein Nazi-Zombie-Virus ausgebrochen ist? Und für welche Seite wird sich Duschberg am Ende entscheiden? Cartman oder doch Kai? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!